Guten Morgen zusammen, unsere, meine lieben Zuhörer. Wir sind hier wieder zusammen. Jochen Maurer mit mir hier in der Kommentatorenbox und mein Name ist Ralf Eckert. Ich glaube, den ganzen Tag gestern habe ich vergessen, das zu sagen. Aber man kennt dich, Ralf. Okay. Guten Morgen auch von meiner Seite. Und wir haben ein Match ausgesucht hier. Eigentlich nicht wir, aber die Regie wahrscheinlich. Und nein, wir haben ein ich. Schönes Match. Du hast das ausgesucht, ja? Ja, okay. Gemeinsam mit dem Turnierleiter Stefan Künzel, der jetzt übrigens Schiedsrichter macht, sehe ich gerade. Aha. Ja. Und ein schönes Match mit, zwischen Sascha Thege und Sebastian Ludwig. Sebastian Ludwig, ich bin mir nicht sicher, Dresden oder Leipzig? Ich glaube Leipzig. Leipzig. Leipzig, aber wohnhaft ist er jetzt in Bingen. Wirklich? Müsste er sein, ja. Ja, ich meine, er wäre umgezogen. Aha. Der Liebe wegen sitzt auch hinter ihm auf der linken Seite, die Valentina. Gerade letzte Woche sind sie Dritter geworden, zusammen im Mixed bei den Bundesmeisterschaften. Mhm. Und wie gesagt, ja, Raum Bingen. Und erste Aktion hier von Sascha Thege, der es geschafft hat, die 1 hier in die Kopftasche zu bringen. Somit ist es erstmal okay für ihn, auch wenn er einen schweren Einsteiger jetzt auf die 2 hat. Sollte er ihn schaffen, sieht es eigentlich recht gut aus. So ist es, ja. Mhm. Noch kurz zum Modus, damit wir das nicht vergessen. Wir sind jetzt bei der letzten 32 angekommen. Einfach K.O. Wer verliert, ist raus. Und wir spielen bis heute Abend, bis der Sieger feststeht. Das heißt, wir werden hier im Laufe des Tages mindestens 5 Partien auf dem TV-Tisch erleben. Vielleicht wären es auch 6. Müssen wir gucken, wie schnell die Partien halt hier auf dem TV-Tisch absolviert werden. Zehnball, Wechselbreak. Bis 6 geht es jetzt derzeit. Der erste Tester hier für Sascha Thege. Oh, 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 oh. Meinst du, da lag eine Absicht dahinter? Ja, unbedingt. Aha. Unbedingt, ich meine schon. Das ist extra mit dem Tempo gespielt, dass er im Zweifelsfall die 2 dort hinten verstecken kann. Mhm. So. Weil die 3 hat er ja sowieso, eigentlich egal aus welcher Lage, hat eine offene 3. Mhm. So. Naja, ich dachte, weil er hätte... Oh... Mhm. Also er wollte natürlich schon versenken, klar. Ja, aber es dann da hat er ja, irgendein Zweifel muss da vorhanden gewesen sein. Das war ein Diamant daneben. Oh ja, das und stimmt. Ja. Der Sascha kann das schon, der kommt da schon näher ran, wenn er wirklich will, weißt du? Ist der Uhrzeit geschuldet. Also ist er jetzt auch ein quasi Berliner Kollege hier? Eben, ja, ja. Gleiche ja. Stadt, wobei ich dazugezogene bin, ja. Ja. Bei ihm hört man es, wenn er redet. Er ist ein Berliner Urgestein. Absolut, das hört man sofort. Spielt aber für SV Motor Babelsberg. Ja, und da gab es jetzt freudige Mitteilungen. Die sind noch nachgerückt in die zweite Liga. Also Sascha Thege demnächst in der zweiten Liga zu bewundern, nicht mehr Regionalliga. Ja.
Das du entscheiden. Ja. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht 1-2 Zentimeter. Mehr werden es nicht sein. Und auch der Unterschied zwischen einem oder zwei. Ja, der ist auch schon gewaltig. Ja. Beträchtlich, ja. Auf jeden Fall wird ihm die Weise nach rechts ausbrechen. Er geht bis rüber in die Bande und wieder raus. Ja. Oh, 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 oh. Ah, das war zu dünn. Also, hätte er, wenn er voller gespielt hätte, wäre die Weiße... Ja, das wäre immer noch gut gegangen. Naja, aber ist natürlich ärgerlich für ihn. Er lässt da drei klare Bälle hier für Sebastian liegen, der natürlich sicherlich die Situation nutzen wird, auch wenn das kein leichter ist. Aber seit ein paar Jahren einer der konstantesten Spieler hier auf der in der deutschen Billardszene. Ja, ja. Hat sich auch selbst belohnt dann mit einem deutschen Meistertitel letztes Jahr im November. Mhm. Und damit verbunden auch die Nominierung für die Europameisterschaft. Mhm. Und da geht er jetzt auch 1-0 in Führung. Immer noch Satz auf 6 Gewinnspiele bei Spielerwechselbreak, also ja. Breakwechsel. Alternate Break, ja. So die Wort, englische Version, ja, ja. Alternate Break, wenn man es auf Deutsch übersetzt, haben wir also ein alternative Breaks, oder? Alternative Anstöße. Man beachtet einen kleinen Unterschied zwischen Alternate und Alternative. Ja, das stimmt auch noch, ja. So, German Tour 2015, also mitten im Gange hier bei den Stuttgart Open. Ja. Eins der Major-Turniere. Hier gibt es wirklich viele, viele Punkte für die jeweiligen, ja, für den Sieger und die Platzierten. Hier auch ein Mescue, gesponserter Spieler. Ich finde das ja immer toll, wenn die Billardfirmen auch dann eben, wenn Spieler herumlaufen mit deren Abzeichen und damit gezeigt wird, wir investieren auch in den Sport wieder zurück, wir fördern Sportler, Spieler und ja, einfach immer gut zu sehen, sehr schön zu sehen. Irgendwann wird es vielleicht wie bei der Tour de France irgendwelche Teams geben oder so, ja. Es gibt schon eins. Ah ja? Der Pool Tigers sprichst du wahrscheinlich und, an. Ja, und die Kiste. Und das Lucasi-Team Deutschland. Das gibt's auch, genau. Korrekt, korrekt. Also drei Jugendteams, kann man sagen. Also in Anführungszeichen, ja, bei mir sind's, die nehmen es nicht so Mädels genau. Mädels bei Lucasi. Ja. Das Gute ist ja, die sind ja relativ unabhängig von irgendwelchen DOSB-Vorschriften, wo dann die Jugendförderung direkt bei 18 aufhört, ja. Oh, den da hat er die nicht. Ansage verpasst. Ich glaube, den muss er weiterspielen, oder? Ja. Das ist also auch die Option, ne? Wenn er eine Sicherheit angesagt hat oder irgendeine andere Tasche und er macht trotzdem eine Kugel rein, wie jetzt hier wahrscheinlich aus Versehen, hat der Gegner, wenn er mit der Lage nicht zufrieden ist, die Möglichkeit, ihn weiterspielen zu lassen. Und ja. Davon hat der Sebastian Lutz jetzt Gebrauch gemacht. Da musste er nicht großartig aufstehen, nee, um sich davon zu überzeugen, sondern da reichte ein leichtes Fingerzucken, um zu demonstrieren, hier guckst du mal, was du daraus machst. Also sicherlich kein guter Start für Sascha Thege. Ja, das würde Christian Reimring würde das Malen nach Zahlen nennen. Wenn es relativ klar liegt, keine Schlüsselbälle mehr großartig vorhanden sind, aber es deswegen trotzdem nicht leicht ist, denn man muss ja, wenn keine Probleme da sind, auch es dabei belassen und ja, sich nicht selbst welche schaffen. Genau. Was natürlich mit einem kleinen Konzentrationsfehler sehr schnell passieren kann. Manchmal überlegt ein Spieler richtig, wenn er unten ist, das ist aber jetzt offen, wo könnte ich noch einen Fehler einbauen? Ja, genau. Einbauen? Ach, das ist ja so einfach. Und man schafft es dann auch manchmal.
Aber wenn man bedenkt, wie schwierig das ist. Ich meine auch, wo hat er angefangen? Bei der 3, ja? Mhm. Wie schwierig es ist, es lässt es so leicht aussehen. Ne? Aber wenn jetzt ein Einsteiger oder auch nur ein leichter ein Spieler mit einem Jahr Experience vielleicht versucht, das wegzumachen, dann ist das ein Unding. Ja? Ja. Das kriegst du nicht weg. Das ja. Aber jetzt guck mal. Da hat er sich jetzt auch ein Ei gelegt. Ganz schön. Ja. Boah, puh, ganz sicher. Das war ein schwerer Ball. Ja. Und gut gemacht. Wie ist er denn dazu gekommen, dass plötzlich die Zehen so schwer liegt? Ich bin erschrocken eben. Ja, du hattest gerade referiert, wie schnell man sich verstellen kann und wie leicht er es aussehen lässt. Und dann hat er den Bock geschossen. So, noch ein bisschen früh für Bierwerbung. Trotzdem, schön Buch. Mhm. Immer wieder gern genommen. Web Publishing von Pascal Nydecker. Genau. An der Stelle wollten wir eigentlich ein Interview machen mit Pascal mit Stefan und mit dem Turnierleiter Stefan, wie es sich da mit der Turniersoftware arbeiten lässt, aber Stefan ist gerade als Schiedsrichter im Einsatz. Ja. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, der Stefan kommt sicherlich noch zu Wort im Laufe des Tages. Seht ihr diese Break-Technik vom Sascha, die sehr faszinierend ist. Oh, beide Eckkugeln hat er ganz knapp, also ich meine nicht die Eckkugeln, sondern beide Kugeln hinter der 1 waren ganz knapp an den Mitteltaschen. Die eine ist an die rechte Ecke, die andere an die linke Ecke von der Mitteltasche gegangen. Also er ist auf dem richtigen Weg von der Einschätzung, dass da noch ein paar Nuancen verändern und dann sind hoch, ja, werden sie fallen. Denn beim ersten Break waren sie weit zu lang. So, da scheint die Kombi, scheint mit der Kombi einzusteigen. Wenn er geht. Wird leicht aus der kurzen Bande wieder rauskommen. Jetzt muss er da also nicht zu fest spielen, dass die Weiße nicht zu weit rausgeht. Ne? Sehr gut. Sehr schön kontrolliert. 1, 2, 3. Dann wird es wieder, kommt, er braucht einen schönen, nicht zu viel Winkel auf die 3, damit er das schön für die 5 kontrollieren kann. Und ja, wollen wir mal sehen, ob er das sauber runterschwelt. Dafür ist er ja eigentlich bekannt, ja, dass er schnörkellos ja, seine Partien auf sein Konto schraubt, eine nach der anderen. Ja. Ja. Es ist immer sachlich sehr unscheinbar, seine Spielweise. Aber effektiv, ja. Im Hintergrund sehen wir hier die Typhoon T, also erst seine Freundin von Sebastian Ludwig. Ja. Dann haben wir Typhoon Teber. Dann Nachwuchsspieler. Haben wir Nachwuchsspieler aus Mannheim, oder? Sogar. Ludwigshafen. Ja, gut. Sollte eh eingemeindet werden. Ja. Ne? Also die Grenze am Rhein hat der Napoleon gezogen. Ja. Da waren die Deutschen eigentlich nicht für zuständig. Hätten sie schon lange rückgängig machen können. Sonst wären die Städte sowieso zusammengewachsen. Na, egal. Anderes Thema. Und dann haben wir einen Spieler hier von Feuersee. Ja, Ricardo Gutjahr. Ricardo Gutjahr war früher auch in der Jugend riesentolle Ergebnisse gezeigt. Dann haben wir ebenfalls einen Spieler, der in der Jugend super Ergebnisse gezeigt hat und später auch als erwachsener Spieler in den 90ern, nämlich Alexander Scholz, der jetzt wieder aufgetaucht ist. Ich genau. Habe seit Jahren nicht gesehen. Ich auch nicht, ja. Da haben wir Ricardo Gutjahr. Sogar extra benannt sein T-Shirt, wenn wir es wissen. Das ist kommentatorenfreundlich hier. Und hat er gemerkt, dass die Kamera auf ihn gerichtet war? Ja, hat es gerade gesehen. Und hier Alexander Scholz, wieder aufgetaucht, war ein großartiger Spieler in den 90ern, nicht wahr? Hat einige tolle. Ja. Das hatte ich gestern auch als Thema im letzten Spiel, wo ich mit Sascha Trautmann kommentiert habe. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass viele, viele Leute wieder zurückkommen, wenn sie sich beruflich richtig gefestigt haben, eine Familie gegründet haben etc. Und dann sind sie so 35, 40, kommen sie plötzlich alle wieder auf. Mhm. Sascha gehört ja selbst auch dazu, der auch 6, 7 Jahre weg war. Ja, korrekt, ja. Weil Billard ist halt schon sehr zeitaufwendig, wenn man es richtig gescheit betreibt. Und das kann man halt dann nicht Seite machen. Ne? Kann man auch mit 30, 40, 50 auch wieder einsteigen. Ja, klar. Ja. Ja.
ist ja jetzt nicht wie ein 100-Meter-Lauf, ja, wo du dann dieses Knochen sortieren musst, wenn du da plötzlich wieder an den Start gehen willst. Ja. Also say never come back gilt beim Billard nicht. Ich würde sogar sagen, die kommen garantiert wieder. So, 3-0 schon für den Sebastian und eigenes Break. Das ist aber, auch wenn er jetzt führt, ja, die Geschichte ist noch nicht gegessen. Nein, hier, ja? Nein, also das nicht. Aber ist schon mal ein schöner, netter Vorsprung. Hier wieder das Turtle Rack. Turtle Rack ist ein sehr kreativer Name, ja, muss ich sagen. Also gefällt mir, hat Witz, ja. Ich habe seinerzeit in Hongkong den Erfinder von dem Magic Rack, der ja überhaupt mit diesen Plastikfolien angefangen hat, den habe ich seinerzeit in Hongkong kennengelernt. War ein junger Student, chinesischer Student, der diesen Einfall hatte und das tatsächlich umgesetzt hat. Fand ich absolut bemerkenswert. Also so mit Rucksack ist er da durch die Billardhalle marschiert, total unscheinbar. Ja. Ja. Und hat hier die Billardszene doch nachhaltig, zumindest das Racking davon, nachhaltig verändert. Ja. Ja, es ist nicht mehr wegzudenken eigentlich. Ja. Sascha Thege mit Motor Babelsberg, demnächst in der zweiten Bundesliga, in der nächsten Saison direkt am Start. Gratulation nochmal auch von meiner Seite. Und hier wieder Puder wird nachgereicht. Ja, einige Spieler sind da wirklich darauf angewiesen. Da muss immer Puder drauf sein, damit das schön rutscht. An den Fingern, angenehm. Und ja, Handschuhe oder Puder, das sind so die Optionen bei dem Wetter. Option, ja. Ne? Ja. Oder man hat trockene Hände und kann ganz drauf verzichten. Oder tut sein Oberteil wöchentlich abdrehen. So ungefähr. Ist auch wieder, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt kein Experte in der, sage ich, Spielerkarriere von Sascha Thege, aber natürlich kenne ich ihn schon seit vielen, vielen Jahren, seit, ich glaube, Anfang 90er. Und, aber bezeichnend ist, ich kriege mit, in der letzten Zeit hängt er sich wieder voll rein, nicht nur was das Turnierspiel betrifft, sondern er macht auch Fitnesstraining und so, viel Sport, ja, also der tut wieder alles, was nötig ist, um vorne weiter mitspielen zu können. Ja, tut er, macht er, ja, und das ist richtig. Ist auch schön für seine Sponsoren, ne? Wenn jemand hier einen Spieler fördert, sponsert, hilft, ja, und dann ist es auch eine Freude zu sehen, wie der sich auch wirklich voll reinhängt. Ja. So, und da bringt er sich jetzt auch mal aufs Scoreboard. Wird jetzt hier den Anschlusstreffer landen zum 3-1 und hat danach auch das Anstoßrecht. Und es ist ein sehr powervolles Spiel, was er hat. Ne? Also er macht klare, deutliche Stöße, lässt sie wenig rollen, so wie so meine Art ist. Ne? So. Da gibt es echt böse Bezeichnungen dafür. schönes Spiel, kann man gut zuschauen. Es war auch jetzt mal flott, weil das ist halt das, was dem Sascha öfter mal angelastet wird, dass er halt eben sehr, sehr langsam spielt. Aber das war jetzt hier der kann flott noch spielen, gar nicht der kann zu sehen. Auch, was heißt langsam spielen? Manchmal muss es eben sein, wenn du dich nicht sicher fühlst, ja, und dann brauchst du halt ein paar Sekunden extra, um dir den Ball sauber vorzustellen, den kompletten Ablauf durchzugehen und in jeden Schritt, ja, der eigentlich automatisch ablaufen soll, aber in jeden einzelnen Schritt dann die Qualität reinzuhängen, um wieder reinzukommen, wenn man eben nicht so richtig drauf ist, wenn man nicht so sicher ist, wenn man ein paar schlechte Rolls hatte oder so. Mhm. Und das
Da lässt er sich nicht gehen, das kann er nicht akzeptieren und das macht ja den Kämpfer aus. Oh, das ist bitter. Da ist jetzt die 2 in die Mitte gefallen. Das war doch eine von den beiden vorderen Kugeln. Also da hat er jetzt quasi das jetzt mittlerweile geschafft. Das und die Weiße hinterher. Das Break so zu kontrollieren, dass was fällt. Aber die Weiße ist mitgefallen. Ja, das ist höchst ärgerlich. Denn das ist ja, hat er jetzt gerade mal die Anschlusspartie geschafft. Das wäre jetzt toll gewesen, wenn er direkt fortsetzen könnte. Und noch eine hinterher. Genau. Stattdessen hat er jetzt Gelegenheit, den Abstand weiter zu vergrößern. Das könnte schon eine Entscheidung, also das war ein echter Knackpunkt an der Stelle. In der Klasse, in der wir uns jetzt hier befinden, die wir hier sehen, die Spielklasse, da wird sowas natürlich sofort bestraft. Also erst recht, wenn es natürlich so offen liegt, wie es jetzt liegt, ja, wo man jetzt sagen kann, Schlüsselball ist jetzt 3-4 und Rest ist dann wieder das Reimerringische Malen nach Zahlen. Perfekt. Sauber, noch einen kleinen Winkel hat er übrig, gerade genug, damit er die 5 danach nicht von der Pressbande-Situation ausspielen muss. Ja. Schöne Flyer haben die hier übrigens im Billardclub Feuersee, hier in dem Lokal, im Cambolage hier in der Rotebühlstraße rumliegen. Und der Sparte Smart ist der Slogan. Schnappe, satte, Rabatte, werde jetzt Clubmitglied. Und 15 Euro im Monat, ja. Bis 20 Uhr gratis spielen. Naja, da wird was gemacht. Nicht jeder Club lässt es sich einfallen, ein paar Flyer mal in dem Lokal rumliegen zu lassen. Macht aber trotzdem Sinn. Ja, macht extrem Sinn, würde ich mal sagen. Gerade wenn man im öffentlichen Lokal ist, wo Publikumsverkehr ist, ja, muss man da was davon haben. Ja. Sehr gut. Ja, dafür ist er bekannt, dass er Standardsituationen auch sauber runterspielt. Hat er genug Winkel hier? Wenn nicht, muss er halt einen langen Achter nehmen. Nee, selbst wenn er keinen Winkel hat, dann muss er halt gerade zurückziehen, an die lange Bande zurück und wieder raus ein Stück. Oder ist es genau der Winkel, der ihn beim Rückläufer in die Mitteltasche bringen würde? Ja. Ah, da ist er. War ganz gerade gelegen. Genau, ja. Meiner Ansicht hätte sogar 20 cm Rückläufer gereicht. Dann hätte er jetzt halt noch einen 40 cm längeren Ball. Das macht einen aber einer mit so einer Technik, ja, wenn man so eine gute Technik hat, ist meine Erwartungshaltung dann, dass er den Stoppball schafft, um natürlich auf die 9 zu stellen. Natürlich auch, aber er muss da ein bisschen mehr Energie reinsetzen. Ja, klar. Also ein bisschen Energie von richtig guten Leuten. Von Konzentration. Weißt du, was für ein Unterschied das ist, wenn einfach nur ein Diamant länger ist, der Tisch? Ja? Ich habe schon mal Billard gespielt. Ich kenne das mit diesem 10-Fuß-Tisch in Bata. Ja? Das ist nicht 12% schwerer, ja? Sondern das ist 50% schwerer. Schon krass. Und ich kenne ungefähr die Zahlen bei verschiedenen Übungen, Vergleich 9-Fuß zu 10-Fuß. Ja? Mhm. Das ist schon erhebliche Unterschiede. 4-1 Führung. Und wenn jetzt der Break super wäre, ist ja sein Break auch, ja, Sebastian breakt. Break. Ja. Das wäre natürlich dann für Sascha schon fast gelaufen, wenn jetzt noch was fällt und er hat eine saubere Partie zum Runterspielen. Ja. Sebastian hat da übrigens auch ein recht kurzes Break-Kö aus dem Hause Metz. Trotz seiner Körpergröße hat er nur so ein, ja, wie lang ist das, weißt du es, das Kö? Nein, ich habe es nicht nachgemessen. 130, 132 Zentimeter vielleicht. Du wusstest gar nicht, dass es kürzer ist. Ja, musst du mal genau hinschauen. Beim Sebastian oder beim Sascha? Beim Sebastian. Musst du mal genau hinschauen. Guck mal, wie kurz das ist. Mhm.
Beide Kugeln zu lang an der Mitteltasche. Schöner Einsteiger für Sascha. Das ist das, was er jetzt braucht. Ja. Das ist, um weiter hier im Match zu bleiben. Ja. Hat jetzt wirklich keine Lust. Jetzt ist Sonntagvormittag, 11 Uhr, sich um 11 Uhr vormittags in den Flixbus zu setzen, ja, um dann wieder heim nach Berlin zu schippern. Ja. Ja. Das ist auch eine 8-Stunden-Fahrt oder so. Ja. Also er hat die City-to-City-Busse genutzt, ja, um hierher zu kommen. Ja. Ah, okay. Hat er gepostet auf Facebook. Ja. Flixbus. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, vielleicht so ein paar, so eine Busgesellschaft als Sponsor zu gewinnen für Billard, oder? Weil wir schippern euch von Turnier zu Turnier. Ja. So, die Blaue ist nicht. Es dauert nicht lange, dann kommt der erste Spieler mit dem Flixbus-Emblem oder so auf dem T-Shirt zum Turnier. So, die 2 ist nicht mehr sichtbar. Weg ist sie. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Perfekter Winkel auf die 3. Dann, wo ist die 5? Ist sie noch da oder weg? Ich habe jetzt auch nicht die 5 im Blick, aber es gibt sie nicht mehr. Nicht nee, doch, da ist sie bei der 9. Oh, dann haben wir hier den Schlüsselball. Ne? Ja. Ich glaube, wir hatten einen guten Winkel. Oh, wir kriegen 2 Ergebnisse eingereicht. Das ist natürlich, hatten wir gestern noch nicht, oder? Ergebniseinreichung? Nein, haben wir nicht, aber ich sag mal jetzt, ab den letzten 32 macht das Sinn. Ja? Guck mal hier. So im Livestream. 32, wir haben ein Match. Kevin Schiller gegen Thomas Schlegemilch. Ja? Also wer irgendwelche Wettscheine auf Thomas Schlegemilch ausgefüllt hat, kann sie jetzt auf die Seite legen. Denn die Partie ging 6-0 für Kevin Schiller aus. Oh. 6-0. Und Kevin Schiller ist vierfacher deutscher Jugendmeister. Vierfacher deutscher Jugendmeister und auch hier im Baden-Württemberg Jugendkader natürlich. Oh. Da wird das der ein Fehler de fatal. Ja. Ja. Und der Thomas wird sich natürlich auch ärgern. Derzeit Ranglistenerster in der German Tour. Ja. Ja, ist er schon seit guten 6 bis 8 Wochen. Und ist Thomas Schlegelmilch als Erster der Turnierrangliste verliert gegen den deutschen Jugend, vierfachen Jugendmeister der B-Jugend. B-Jugend, ja. Meine Herren, macht euch auf was gefasst. Genau. Da kommt einiges auf uns zu hier, ja, mit der Jugend. Und dann das zweite Ergebnis. Das war das Match zwischen Ottmar Baumann und Özer Bulunmaz. Ja, Ottmar Baumann aus Österreich angereist. Mhm. Dann erzähl mal. Ich würde sagen, Öse hat gewonnen, aber ich weiß es. Korrekt. Ich habe gesehen, dass der Herr Baumann auch nicht der Schlechteste ist. Korrekt. 6-2 für Öse. Und Öse ist natürlich auch ein Spieler aus alten Tagen, der wieder aufgetaucht ist. Freut mich sehr darüber. War vor allen Dingen in den frühen 90ern schon sehr aktiv. Wahrscheinlich ja schon Ende 80er. Ist so deine Gegend, gell? Er spielt jetzt, glaube ich, in Pforzheim. Jetzt nicht mehr meine Gegend, aber kam immer aus Pforzheim. Ursprünglich, ja, deine Gegend, ja. Für mich bist du immer noch der Mannheimer. Ja. Ja. Mannheimer. Bleibt man immer, wenn man da geboren wurde. Ja, eben. So. Sebastian, wirklich 5-1. Eiskalt wieder, den Fehler vom Sascha Teger ausgenutzt. Ja. 5-1 vorne. Na. Mich würde interessieren, ob Sascha irgendwas gestört hat an der Stelle. Er hat bei dem Stoß, wo er ihn so weit daneben gesetzt hat, hat er direkt in die Runde geblickt. Ob irgendwie war vielleicht irgendein Spruch gesehen von der Seite oder irgendwas. Oder hat sich jemand bewegt. Ich hoffe nicht, dass wir es waren. Wir sind, oder sowas. Ja, wir sind eigentlich zu weit weg. Ja. Und so laut sind wir auch nicht. Sponsorenliste, billardpro.de, mit Gutscheincode Stuttgart 2015, Kamui, Leder und Kreide, Mescues, E7, ganz wichtig wegen der Übertragung, Arthur Kö, Stuttgart als Stadt, Happy Snack und Atombillard.
Und natürlich nicht zu vergessen, der Mitveranstalter selbst hier, die Billardcafés im Raum Stuttgart. 4 Billardcafés waren da beteiligt. Und das ist hier die Hauptveranstaltung, fast in der Stadtmitte, im Herzen von Stuttgart. Das Billardcafé Carambolage. Pflichtveranstaltung für jeden Billardspieler, der nach Stuttgart kommt, in der Rothebühlstraße 81 vorbeizuschauen. Oder im Victory in Leonberg. Oder in der Markthalle. Mit einem wirklich sehenswerten Markthalle in Ludwigsburg. Für mich eines der schönsten Cafés überhaupt hier im Süden von Deutschland. Und und in Filderstadt. Filderstadt neu dazugekommen. Nicht neu dazugekommen? Also nicht im Rahmen des Stuttgart Open, glaube ich, oder? Wer war sonst? Waren ja immer 4 Lokale. 4 Spiellokale. Ja? Ja. Okay. Doch, meine doch. Nicht? Wenn man so lange dabei ist, nur 3. Ralf, der ist ein bisschen älter als ich. Wir kriegen jetzt gerade ein Zeichen. Wenn die nur 3 seit 10 gewesen. Jahren dabei sind, dann sind die neu dazugekommen für mich. Stimmt. Sichtweisen abhängig. So, dann haben wir den Stefan Künzel im Bild, der hier die Turnierleitung. Das ist nicht der Schiedsrichter, das ist die Turnierleitung. Ja, genau. Also er ist, das hätte ich jetzt gerade ausgeführt. Ja. Und auch, ich glaube, Jugendsportwart hier im baden-württembergischen Billardclub. Ah, auch noch, okay. Ja. Und doch Bruder von Simone Künzel dann dementsprechend. Bruder von Simone Künzel, meine Damen und Herren. Family Business. Genau. So, Sascha Tege im Survival-Modus, was diesen Satz angeht. Oh, der war gut. Also ich sage mal, der Sascha wird in diesem Satz keinen Ball mehr verschießen. Ja? Nein. Okay. Er wird keinen mehr verschießen. Zur Not arbeitet er jetzt sich so durch und sagt, ich riskiere hier gar nichts mehr, kriegst den Safe serviert. Wird keinen Ball mehr verschießen. Das ist auf jeden Fall immer. Es ist halt nur die Frage, was halt passiert, wenn Sebastian prägt. Dann kann es natürlich sein, dass er ausmacht und dann ist die Geschichte gegessen. Aber Sascha wird keinen Fehler mehr machen. Ich sah es in seinen Augen. Also der Wille ist auf jeden Fall gewaltig beim Sascha. Gewaltiger Wille. Er denkt auch nicht dran, irgendwie aufzugeben oder so. Ne? Also wenn er jetzt da in seiner Ecke sitzt, der hat jetzt nicht den Fahrplan vom Flixbus in der Hand, um zu checken, wann es weitergeht. Ja. Und das ist sicherlich nicht das erste Match, dass die zwei gegeneinander spielen. Ne? Leipzig-Berlin ist ja eine gewisse räumliche Nähe. Die werden schon das eine oder andere Match gegeneinander bestritten haben. Sicherlich. Würde mich interessieren, wie da die persönliche Bilanz zwischen den beiden ist. Guck mal hier, 3 Wanden und da hat er sich ein bisschen verschätzt. Ball in Hand ist auch genau das, was Sascha jetzt braucht in seinem Survival-Training. Ziemlich kleine Positionszone hier für die 4. Ja, zwischen 3 und 4. Ja. Mhm. Das heißt, er muss jetzt genau aufpassen, welchen Winkel er sich legt auf die 3, nicht zu weit weg, damit er das Tempo schön dosieren kann, dass er jetzt auch wirklich gut braucht, um sauber zur 4 zu kommen. Hat er das dann sauber erledigt, dann kann er diesen Satz verkürzen auf 5-2. Er muss, das Dilemma hier ist, dass er so nah wie möglich quasi an die 8 kommen muss. Mhm. Ohne sich gleichzeitig hinter selbiger zu verstecken. Ja. Nimmt man es einfach als Bremse. Oder? Ist super gelaufen, ja. Perfekt gelaufen, ja. So wünscht man sich das. So hat er sich das vorgestellt und so hat er es umgesetzt. Super. Ich
kriegen hier wieder Ergebnisse eingereicht. Du nimmst mal das Magic Rack. Ich nehme mal das Magic Rack. Ja. Und wir haben ein Ergebnis zwischen Martin Schwab und Konstantin Miric. Konstantin Miric, okay. Was schätzt du? Ich habe gesehen, wer abgegeben hat. Also gehe ich mal von aus, hat der Martin auch gewonnen. Martin Schwab, ein Senioren-Urgestein hier in Baden-Württemberg, der schon so viele Landesmeistertitel und auch deutsche Seniorenmeistertitel abgeräumt hat, gewinnt 6-1 gegen Konstantin Miric. Ja. Und hier bei der 5 braucht er ein wenig Linkseffekt aus seiner Sicht. Und dann kommt er ziemlich akkurat über zwei Banden. Und dazu 6. Ein bisschen fester, da war er ein bisschen zu kurz hier. Und wir haben noch weitere Ergebnisse hier im Rahmen der letzten 32. Clemens Philippen gewinnt 6-1 gegen Marco Poggiolini. Deswegen habe ich dir den Zettel gegeben, damit du das vorliest. Verstehe, ja. Und Patrick Anz gewinnt 6-2 gegen André Strzalka. Strzalka. Da steht Strzalka. Das Z ist stumm. Das Z ist stumm? Ja. Strzalka also. Genau. Okay. Jetzt hat er die 6 reingemacht. Also es war ein Mörderball auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht gesehen habe, denn ich habe die Position gesehen. Und natürlich immer noch ein Mörderball liegt da auf die 7. Wenn er die einfach laufen lässt, dann schrammt er so... Oh, er muss den Banker spielen. Wow. Klasse, das gefällt mir. Das macht Spaß zuzusehen, wie er richtig kämpft um jeden Ball und nicht locker lässt. Also der Sascha ist für mich so ein kleiner Wadenbeißer. Ja, ja, genau. Der lässt nicht locker. Sehr schön. Da hat der ist aber auch nicht gut. Kreide, stell dir vor, beinahe die Kreide auf die Zähne geschmissen und dann verloren. Hätte er jetzt, ja? Das war 3-4 Zentimeter daneben. Natürlich ärgert er sich über die schlechte Position. Die Weiße hat da stark gebremst, wenn sie aus dem Band rauskommt. Das passiert, ja. Wieder Banker. Nein. Wahnsinn, Wahnsinn. Da tut er sich den Köhe auf, denken wir. Hallo, aufwachen. Was für ein klasse Spieler, was für ein Kämpfer. Sascha Tegel. Hier die Natural Edition im Vergleich zu den Black-Ledertypen. Also die ganzen bei Kamui, die anderen Lederhersteller unterscheiden ja meist nur zwischen hart, weich, soft. Und bei Kamui gibt es ja noch die Variante hier zwischen den schwarzen und den Naturals, ja, die ja auch sich ziemlich raffiniert unterscheiden. Also er macht da verdammt detaillierte Unterschiede da, der Herr. Masato. Ja. Akribisch, sehr akribisch und ist auf Perfektion ausgelegt. Ja, ist er. Ja, was er so an Material als Ausschuss betrachtet, davon machen andere 2000 Leder wahrscheinlich. Pro Woche. So, das schreit natürlich einem nach einem Mörder-Safe, den er jetzt hier basteln wird, mit der Weißen wahrscheinlich direkt zwischen 3
und 9 parken. Und die 1 runterschicken, möglichst in die Nähe dieses Kugelpulks, um von dort dann wieder einen Save zu machen. Der geht ja auf 3 Fouls jetzt. Gut möglich. Da würde ich sagen, hat er schon mal das erste sich erarbeitet. Ja, ich denke vielleicht ja, nur 2 Banden. Es geht natürlich, klar, man kann da rauskommen, aber ist schon schwer. Ja. Die 2 Banden sind... das sehe ich nicht, inwieweit die 3 da im Weg ist. Die ist ziemlich nah an dieser... Du musst ja relativ flach, also aus dem Winkel würde ich schätzen, musst du etwa an den 2. Diamanten, wenn du über 2 Banden zur 2 willst. Nee, das geht ja, nicht. Eben, ja. Also ich glaube nicht, dass er da großartig rauskommt. Ich rede von der 2, ich meine die 1 natürlich, die ja press neben dran liegt. Er überlegt da auch eine Weile. Man kann mit einem kleinen Bogen, wenn er einen kleinen Bogen macht, kannst du natürlich den Einfallwinkel auf die erste kurze Bande insofern verändern. Das ist wie wenn du viel flacher reingespielt hättest. Ja, klar, du bräuchtest aber dann einen Rechtsbogen. Mhm. Ja, und der ist natürlich jetzt, wenn du mit Rechts-Effet jetzt noch arbeitest, ist dann die 3. Verlängerst du ihn wieder auf der, auf der 2. Ja. Mhm. Aber du musst doch mit rechts spielen, oder? Ja, 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 klar. Und da liegt natürlich die 3 und die 9. Dann ist natürlich auch Gefahr des Fouls mit dem Kö. Er schaut sich gerade die Kontersituation an. Die ist natürlich auch nicht brutal. Verkehrt. Ja. Genau zwischen 3 und 7 durch. Ja. Da brauchst du aber gehörig Konter, so ungefähr 2 Lederbreiten Konter. Ja, das war ein verzweifelter Versuch. Aber er muss es versuchen, der kann nicht einfach so abgeben, weil der weiß, da, wenn du die 1, das war auch schlau vom Sascha, dass er die in die Nähe von diesen anderen Kugeln gespielt hat, damit er da jetzt natürlich mit Boyden Hand wieder einen Knaller-Safe bringen kann. Ja. Und da geht es ja nicht darum, die irgendwie ein bisschen zu verstecken, sondern die muss wirklich press an der Kugel gesteuert werden, damit hier auch das dritte Foul erzwungen werden kann. Jetzt kann er übrigens. Jetzt meine Frage: Sind wir schon bei 2 Fouls oder beim ersten? Beim zweiten. Er hat ja einen Breakfoul. Das Breakfoul noch, gell? Ja, das Breakfoul noch. Breakfoul plus eben gleich 2. Auf 2 Fouls schon. Und 5. Jetzt 5-2, wenn er das dritte Foul macht. 5-3 hört sich ja schon weitaus geschmeidiger an. Ja. So, wo steckt da die Weise? Da, ja. Die liegt auch knackig. Aber ich glaube, da kann er mit viel Effet entweder die lange Bande hier nehmen, die linke lange Bande, während er ohne Effet auch über die 2 Banden, über die kurze Bande und über die Fußbande gehen könnte. Also er hat Chancen hier auf dem Ball. Guck mal, wie entspannt der Sascha da sitzt. Ja. So, mal gucken hier, ja, was du da machst da. Er geht über 2 lange Banden. Ziehharmonika und? Foul. No, foul. 3 Fouls in Folge. Sascha, haben wir jetzt auch noch nicht gesehen, quasi auf dem TV-Tisch. Gibt es ja auch selten. Ja, aber hat sich jetzt gerade wirklich angeboten. Aber genau. Ja. Die Kugeln lagen in Grüppchen da. Ja. Auszustoßen wäre ohnehin ein Mörderaufwand gewesen. Und so haben wir halt ein bisschen Verstecken gespielt, ne? Sozusagen. So, da ist der Sascha mal kurz
auf Toilette vermutlich, sich von 2 Kilo gute Gelegenheit, Magnesium befreien. Du kannst ein bisschen die Werbung hier kommentieren, ja, während ich mir einen Tee bestelle. Mach das. Ich finde, das wäre die passende Maßnahme. Und ihr zu Hause könnt das vielleicht auch machen. Ja? Ich empfehle heute Morgen einen Assam mit etwas Milch. Ah, danke. So, hier haben wir Poolstage, die verantwortlich sind für den Livestream hier aus Stuttgart, für den, ja, bestimmt wieder ganz tollen Stream, den ihr zu Hause sehen könnt, den ihr euch zu Hause auf den Fernseher geworfen habt, auf der Couch liegend, mit kurzen Hosen und T-Shirt oder oberkörperfrei, während sich hier die Sportler für euch abquälen bei mittlerweile, na, 25, 28 Grad, Tendenz steigend. E7, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die Firma, die quasi die Bandbreite bereitstellt, das Hosting vornimmt, damit man hier die entsprechende Bandbreite hat, um ja, die rund 1000 bis 2000 Zuschauer dann auch zu bedienen. Und Webpublishing bei Pascal Niedecker aus der Schweiz, das ist derjenige, der nicht nur die Seite von den Stuttgart Open programmiert hat, sondern auch den Ardennen Cup beispielsweise und ganz brandaktuell die German Tour Webseite unter seine Fittiche hat. So, der Stefan Künzel übernimmt dann nochmal hier die Arbeit des Tischpflegers, bevor er nach dem Match dann wieder die Aufgabe des Turnierpflegers sozusagen übernimmt. Du sprichst gerade, ich bin wieder zurück. Ich spreche gerade über von die den vielen Talenten des Stefan. Ja, Stefan und Künstler. Auch ja, über das Technische drumherum mit Poolstage, mit E7, mit Pascal Niedecker habe ich mal ausgeführt. Mhm. Und hier Sascha Tege wieder zurück in Einsatz. Ja. Was sagt er? Ja. Gib Bescheid, dass die Toiletten jetzt verstopft sind wahrscheinlich. Ja, hier ist Toilettenpapier, ist leer. Nee, jetzt wollte ich noch was zu trinken. Ja, tatsächlich. Eine Cola für die Energie. Eine Cola? Da müssen wir doch nochmal ein ernstes Wörtchen reden, dass sich das mit dem Fitnesstraining hier vereinbaren lässt. Diese Cola Light oder Zero. Ja, tatsächlich, ja. Oder noch schlimmer, diese grüne da mit 2 Zucker weniger pro halbe Liter. Mhm. Gibt's doch auch so, weiß nicht, wie sie sich nennt. Wahrscheinlich ist sie mittlerweile schon vom Markt genommen worden wegen irreführender Werbung. So, jetzt natürlich ganz wichtig. Er hat ja 3 Breaks bisher gehabt. Das erste, nichts gefallen. Beide Kugeln waren zu lang. Das zweite. Jetzt beide ist auch geklappert. Interessant, er geht an die Außenseite. Was passiert bei der Außenseite-Break? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Zehnfall von außen. Versammeln sich eher jetzt auf der linken Seite vom Tisch. Okay. Also auf der rechten, meine ich jetzt, aus unserer Sicht. Ja. Die gehen da rüber und dann wieder da. Also mehr Kugeln auf der rechten Seite nach dem Break. Oh, guck mal. Oh, yeah. Siehst du? Mehr Kugeln auf der rechten Seite. Das passiert bei diesen Breaks. Ja. Und dadurch ist der Runout einfach schwieriger. Jetzt nicht jedes Mal, aber statistisch gesehen. Ja. Mhm. Und damit wird quasi die Interaktion ein bisschen gefördert. Es geht eher hin und her. Es werden eher Safe-Schlachten gefördert. Und das ist natürlich in seinem Sinne. Ja, klar. Das war also strategisch die richtige Maßnahme. Ja, das ist ja ein Stratege, der Sascha. Mhm. Ja. Das ist interessant. Ja. Auch wenn es jetzt natürlich. Ja, auch wenn nichts fällt, hast du jetzt eine höhere statistische Chance, wieder dran zu kommen. Ja. Auch wenn es halt im weitesten Sinne schon missglückt ist, weil es liegt ja doch recht offen. Es liegt jetzt in diesem Fall doch recht offen. Einzige Chance hier sehe ich bei der 7. 6, 7. Ne? Ja. Das könnte ein bisschen knifflig werden, aber auch da. Ja, jetzt auch. Na, 3 auf 4, gut. Hat er jetzt einen guten Winkel eingestellt, dann 2, 3, dann 4. Ja. Das sollte auch klappen. Mhm.
Hat jetzt den falschen Winkel, aber ist immer noch nicht so verkehrt. Da kann das immer noch sauber zurückziehen. Ja. Zurück in die Tischmitte in der Nähe. Vielleicht ein bisschen rechts hier fehlt. Ui. Boah, zu viel. Viel zu viel. Aber das passiert schnell hier. Mhm. Frisch bezogener Tisch, ein bisschen zu tief, ein bisschen zu sauberer stoßen. Plötzlich, ups, where does this come from? der wird jetzt ein Safe spielen. Und zwar die 5 auf der linken Seite anspielen, sodass die 7 und die 8 zwischen den beiden Kugeln, also zwischen der weißen und der 5 liegt. Weißt du, ich meine? Die weiße kommt wohin? Zwischen 7 und 8? Nein, die 5 kommt hinter die 7 ja? Und die weiße auf die andere Seite, okay. Hinter die 8. Meinst du, das funktioniert? Naja, jetzt aus der Perspektive ist es ein bisschen kniffliger. Da müsste er schon. Da kann er nämlich nicht natürlich laufen lassen. Ja, eben, er müsste tief spielen, ja. Um oberhalb der 8 rauszukommen. Aus der anderen Perspektive sah es so aus, ein bisschen, wenn die Weiße ein bisschen weiter links liegen würde, ja, ne, dann ja. Hätte er sie rollen lassen. Ja, genau. Dann wäre das ein leichter Safe gewesen. So, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ich ziehe wieder zurück. Na gut, man könnte ja trotzdem versuchen, die Weiße ein bisschen tief zu spielen, hinter die 8. Und die 5 läuft halt eine Bande Richtung ganz unten, kurze Bande. So, ja, dann so kann man aber auch gleich die Weiße ein bisschen mehr laufen. Kannst du auch gleich hochlaufen lassen, hinter die 9. Ja, genau. Ja. Wenn man so drüber spricht, kommt man auf so Ideen. Ja. Nichts anderes geht in seinem Kopf gerade ab. Ja. Der führt auch gerade eine Diskussion zwischen. Er kriegt aber kein Feedback von irgendjemandem, der dann sagt, stimmt, stimmt nicht. Ja doch, in die inneren Selbstgespräche sind manchmal auch Streitgespräche mit Ich 1 und 2 oder so. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, ich spiele jetzt den Break so und so und so, das muss klappen, dann sagt dein Ich 2 meistens, echt? Ach wirklich? Seit wann? Und dann musst du nochmal absetzen. Ja. Was probiert er jetzt? Okay. Super, super, super Idee, finde ich. Nicht ohne Risiko, klar. Ne? Wenn er zum Beispiel die 7 zuerst trifft, geht die Sache böse aus. Ja. Aber so ist die Sache richtig gut ausgegangen. Naja gut, er kann über die obere lange Bande jetzt sicherlich einen Kick landen auf die 5, aber die Chance, dass da was Schlechtes liegen bleibt für einen Sebastian, sind gering. Genau, ja. Und von daher wird er wahrscheinlich eher fester spielen, denn er möchte ja nach dem Treffen 5, möchte er, dass die beiden Kugeln so weit wie möglich auseinander liegen. Ja. Frage ist immer, was würde Efren tun? What would Efren do? Gibt es in Amerika sogar T-Shirts? Gibt es dieses geile T-Shirt? Ja, es ist sensationell. Es wundert mich, dass ich es noch nie in Europa gesehen habe. Ich glaube, ich muss da mal was machen. Hier, was er sich auch anschaut, hier sind die 3 Banden. Ne? Sehr flach oben an die lange Bande mit entsprechendem Effet. Wenn er nämlich über 3 Banden von hinten die 5 trifft, hat er eher eine Chance, wenn er die 5 zum Beispiel so trifft, dass sie dann in die obere lange Bande geht und dann an die Kopfbande geht. Mhm. Und dort liegt sie dann ziemlich sicher. Ja, und die Weiße bleibt ja unten. Mhm. Ja. Und das ist wichtig, aber dafür dass, man ist halt dass man solche Überlegungen auch anstellt, denn wenn du einfach nur drauf spielst und froh bist, kein Foul zu machen, ist ja keine Entwicklung. Ne? Also da musst du immer versuchen, wie könnte es denn laufen, dass da tatsächlich ein Safe liegen bleibt. Und nur dann ist halt fängt eben das Hirn an, die Bilder zu produzieren. Genau, nur ist es halt eben deutlich schwieriger, jetzt über 3 Vorbanden das Foul zu vermeiden, als über eine. Gar nicht mal so. Gar nicht mal meinst so. Du nicht? Na, gar nicht mal so. Und übrigens hat er auch zur Sicherheit auch das Mittelloch gegenüber angesagt. Ja, gut, das sollte man dann tun, ja. Also 3 Vorbanden zum Beispiel halte ich für weit einfacher als zum Beispiel 2 Vorbanden.
wirklich. Weil ja, ja, das sehe ich auch so. Mhm. Ja. Da, wenn ich zwei oder drei als Auswahl habe, nehme ich auch meistens drei. Ja. Wenn du zwei nämlich ja. hast, da kannst du mal sehen, die Unterschiede. Ja, im Training kannst du ja mal sehen, gleicher Startpunkt jeweils überlegen, markieren, an welcher Stelle du die erste Bande treffen sollst. Also alles markieren von mir aus. Und dann kannst du mal, mach mal 10 Stöße und guck mal unten an der, nach dem Treffen der zweiten Bande, wo du dann die dritte triffst, ja, wo, du die, wo sie rauskommt. Hm. Ja. Riesen-Toleranzfelder machen sich da auf, ja, weil die reagieren dann sehr empfindlich. Aber schauen wir mal. Bang. Oh. Andersrum gelaufen, ne? Hat sie auf der anderen Seite getroffen. Er wollte sie weiter links treffen, aber egal. Schöner Versuch. Schöner ja, ja. Versuch. Ja. Ja, und das Problem, 6 auf 7 ist ja immerhin noch als Rettungsanker vielleicht noch. Ja. Mhm. So, hier grüßt uns auch der Marco Takis. Marco Takis, jawohl. Ja. Und er freut sich schon auf unsere gemeinsame Veranstaltung in Siegen, wo die Ina Kaplan wieder mal 8 Mädels zusammengetrommelt hat, die im Einkaufszentrum Billard spielen werden. Anfang November ist es soweit. Ja, da fällt mir ein, du erinnerst mich da an was. Ralf Eckert ist auch am Start, habe ich gehört. Ja, und zeigt ein paar Trickshots. Ich muss, diesen, muss das noch bestätigen. Ich muss das noch bestätigen, ja. Also ist bestätigt hiermit. Genau, die Ina hört sowieso auch zu. Die Ina sitzt zu Hause mit dem Kind im Arm auf der Couch. Ja, das Familienglück hat sich dort eingestellt. Und guckt uns zu. Die sind ja auch im Mix hier. Family ja. Business auch hier, ja? Ja. Im Mix Deutscher Meister wieder geworden. Zum zweiten Mal in Folge jetzt. Titel verteidigt. Gefühlten 10. Mal. Nein, das stimmt ja nicht. Jetzt kommt der Kiss über die 8 in die Seitentasche. Ne? Mhm. Das ist auch, was dabei schwierig ist, ist jetzt nicht nur die 7 reinzumachen, da kann man sich auch mal verschätzen. Sondern klar, die Kontrolle der 8. Sondern auch, was macht die 8? Ja. Ja. Klar, sie läuft darunter die in die Richtung von der linken Kopftasche. Ich ja. wollte es gerade sagen, die in dem Fall halt ja quasi oberhalb der 9 langlaufen wird. Und wenn man jetzt da so ein, naja, im Tempo verschätzt und schon liegt die 9 dazwischen. Ja, ne? Aber man hat eigentlich... Und guck mal, hier hat er sich an der 7 verschätzt. Ja. Ne? Also man hätte gute Chancen gehabt, guck, eine Stellung zu haben. Guck mal, was er liegen gelassen hat. Ja, das ist, ja. Das ist frech. Wird nicht unbedingt für Heiterkeit im Hause Tege sorgen. Ja. Das ist fast ein Trickstoß. Ja. Fast ein Trickstoß, wenn du den nämlich ein bisschen hoch spielst, ja, und den Kö so ungefähr in den Winkel führst wie der Sascha beim Break, ja, dann kannst du die Weiße nämlich an die obere Kante von dem Mittelloch spielen, sodass sie wieder abprallt und wieder rauskommt. Genau, ja, stimmt. Ist ja ein bisschen schwieriger. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Aus der Presslage, aber prinzipiell machbar. Wenn du die Weiße da noch kontrollieren willst, vergiss es. Gut, das muss mir ja fast nicht. Die 8 liegt ja da im Loch. Ja, aber ja, dann Sascha, mach mal. Auf diesen Trickstoß wird er wohl verzichten. Ich habe ihn mal gemacht. Ja, ich habe ihn von dir gesehen, glaube ich. Ja, nicht nur in Trickstoß. Ich habe ihn mal gemacht in einem richtigen, in einem Nationalteamspiel. Ja. Mhm. Es war lustig, ich lag genau so da, hab gedacht, ey, Trickstoß hier. Den kenne ich. Ja, kenne ich, machen wir. Und dann habe ich die tatsächlich aus dem Mittelloch wieder rausgejagt. Und ja. Also und hinterher wurde ich gefragt, wie hast du denn gespielt da? Ich traue es dem Sascha zu, dass er das jetzt macht. Also ganz abgesehen davon. Okay, bleiben wir mal seriös. Was könnte man noch machen? Man kann zum Beispiel fast gerade drauf spielen, vielleicht leicht links, sodass du die 7 hinter die 9 bringst. Ja. Ja. Ist eine Möglichkeit. Auch wenn er einen Schnipsel sieht von der 7, ja, kann er sie nicht direkt versenken. Okay, ist die eine Möglichkeit. Die andere, die Vorbande über die kurze Bande, vergiss es, dazu liegt sie ja press da. Er kann ganz sachte drauf spielen, ja? Wenn da eine kleine Lücke ist zwischen, wenn die 7 nicht press liegt, kann er ganz leicht drauf spielen und mal auf diese Art, denn Sebastian wird nichts anderes tun, dann ein bisschen rummurmeln. Guck mal, er macht diese Vorbandgeschichte über kurze Bande oder wie? Das sieht eher so aus, wie wenn er lange Bande, dann die 7 auf die andere lange Bande und dann, ah, das glaube ich ja gar nicht, nee, die Weiße hinter den 9. Da. Oh. Da und weg. Mhm. Hm. Er wollte sie hinter die 10, die Weiße.
Das ist schade. Das ist schade. Damit endet der Kampf von Sascha Tege hier. Offensichtlich. Dann Ball in Hand, vier offene Kugeln. Ja, das machte Sebastian jetzt aus. Kann man sich noch anschauen, aber... Zum Sehen. Das ist natürlich schade hier. Ja. Naja, es war klar, einer dieser Titelaspiranten musste jetzt nach Hause fahren. Weil hätte genauso gut ein Endspiel sein können. Ja, eben. Ja. Titelaspiranten sind sie. Beide. Und jetzt hat es den Sascha Tege erwischt, der auch schon aufsteht und dem Sebastian gratulieren möchte. Es geht bis 6. Oh, er wusste gar nicht, dass er on the hill ist. Ja, next korrekt. Schiedsrichterwechsel auch. Ja, passt. Ja. Wunderbar, dann haben wir die erste Partie gesehen. Dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich denke mal, das war wirklich ein guter Einstieg jetzt für den Sonntagmorgen. Viel Taktik, viel gute Bälle haben wir gesehen. Und ich denke, wir werden jetzt auch in den nächsten Stunden noch richtig gute Bälle sehen, richtig gute Partien. Atmet mal gut durch, genau. Ja, lüftet ein bisschen und dann kommen wir wieder und sehen uns beim nächsten Match. Wir lüften auch mal. Bis nachher.